Stefan Effenberg und Ulrich Wetzel. So, also Ulrich, der große Unterschied zwischen TV-Gerichtssaal und dem Hohen Gericht. Was ist da der Unterschied? Oder gibt es überhaupt einen? Also es gibt schon wesentliche Unterschiede, die darin bestehen. Zum Beispiel, dass wir nur eine Stunde Zeit haben für einen Fall, während im wahren Leben natürlich insbesondere größere Prozesse oft über Wochen, Monate, manchmal sogar Jahre verhandelt werden. Und die Fälle, die ihr macht im Fernsehen, sind die denn real oder denkt ihr euch die denn irgendwie aus? Sowohl als auch. Also die Fälle basieren auf tatsächlichen Geschehnissen. Das muss nicht in Deutschland gewesen sein, muss auch kein Gerichtsverfahren gewesen sein, aber ein Kriminalfall. Und manchmal werden auch mehrere Dinge zusammengenommen. Das ist dann sozusagen der redaktionelle Teil, der dann da wirkt. Aber es hat immer eine reale Basis. Okay, also unbedingt mal angucken. Stefan Effenberg, ja, dich kennt man natürlich als Ex-Fußballer Bayern München, die große Karriere auch. Aber im Herzen, das weiß ich, bist du eigentlich Gladbacher. Wie kann man... Ja, wobei... Es hat Köln und Gladbach, sind die nicht eigentlich so ein bisschen möglich? Ja, aber es scheint ja, dass viele Gladbach-Fans sind. Das sind wir wohl viele Gladbach-Fans, das stimmt. Ja. Wie gelingt dir dieser Spagat tatsächlich? Oder früher zumindest? Das hat ja damit zu tun, weil ich den ersten Vertrag tatsächlich bei Borussia Mönchengladbach abgeschlossen. Die haben mir überhaupt die Möglichkeit gegeben, diese Karriere zu starten. Und von daher wird es immer im Herzen bleiben. Okay. Zufrieden mit den Bayern? Stand jetzt schon, doch. Ja, okay. Okay. Dann kann es jetzt losgehen mit unserer Qualifikationsrunde. Ihr spielt jetzt um den Einzug ins Finale. Aline hat ja schon quasi eine Wildcard. 10 Fragen haben wir wieder. Wer nach 10 Fragen mehr Punkte hat oder halt mehr richtig beantwortet hat, beziehungsweise mehr Punkte hat, kommt ins Finale. Es kann natürlich auch einen sein, dass man weniger Punkte hat, aber halt unüberholbar ist. Dann hat man natürlich auch gewonnen. Ja, beim Gleichstand gibt es eine Schätzfrage. 5 Sekunden habt ihr immer Zeit. Das heißt, wenn ihr meint, die Antwort zu wissen, haut ihr auf den Buzzer. Innerhalb dieser 5 Sekunden brauche ich eine Antwort. Und die letzte Antwort innerhalb dieser 5 Sekunden zählt auch tatsächlich. Ist die Antwort falsch, kriegt der Gegner einen Punkt. Ist die Antwort richtig, bekommt man selber einen Punkt. Sobald man gedrückt hat, höre ich mit der Frage auf. Okay. Verstanden? Ja. Gut. Das habe ich verstanden. Das tu doch nicht so. Also, los geht's. Hier die Qualifikationsrunde fürs Finale. Frage Nummer 1. Viele Hauptstädte liegen an einem Fluss. Berlin zum Beispiel an der Spree. An dem Fluss wachsen bekanntlich viele Gurken. In welchem Bundesland wachsen denn die Spreewaldgurken? Brandenburg. Brandenburg, richtig. Frage Nummer 2. Wir wissen alle, Eier sind gesund. Vor allem für Sportler. Wir brauchen Eier. Olli Kahn wäre, glaube ich, auch ein guter Bundestrainer. Ich glaube, der hat... Na, glaube ich nicht. Okay. Also, wir brauchen Eier. Eier haben seit Jahren so einen aufgedruckten Code auf der Schale. 0, 1, 2, 3. Welche Zahl steht für Biohaltung? Traut ihr euch nicht? Ja, es ist, wenn man es nicht weiß. Nein, 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 nein. Pass auf, Hand an den Buzzer. Es ist schon mal nicht die 2. Es ist... Wie hoch geht's denn? Was? Wie hoch geht's denn? Naja, ich habe ja eben Zahlen genannt. Also die 1 ist es auch nicht. Ja. Dann ist es die 3. Wahrscheinlich die 5. Nein. Die 0. Die 0. Ach, nach unten. 0, 1, 2, 3, habe ich auch gerade gesagt. Also, ja. Aber gut gezockt, trotzdem Punkt an Stefan. Die 0 steht für die Biohaltung. Dann gibt es auch Freiland, Käfighaltung, aber null ist also... Meine Frau macht die Einkäufe. Okay. Nicht weiter. Reden wir nicht weiter drüber. 1:1 steht. Frage Nummer 3. Welche Agentennummer hat James Bond? 007. 007. Du guckst drauf. Ja, ich weiß. Aber er macht sich schneller. Ja, muss er ja. Wir können den Beweis, also wir können die Buzzer noch mal freistellen und kannst noch mal testen. Nicht, dass es...
Also es funktioniert. Ja, ja. Nur eine Millisekunde schneller, aber wir haben es gesehen, Stefan wollte drücken. 007, richtig. Frage 4. Wer das Titellied für einen James-Bond-Film singen darf, der ist ganz oben angekommen. So auch Adele. Ich will aber nicht wissen, wie der Titelsong heißt, den sie gesungen hat, sondern wie heißt der James-Bond-Film, für den Adele den Song aufgenommen hat. Ich gucke keinen James Bond. Du guckst keinen James Bond? Ist mir zu heiß. Ist dir zu heiß? Mhm. Weißt du denn, wie der Song hieß? Nicht wirklich. Also wenn ich die Antwort sage, dann werdet ihr aus allen Wolken vom Himmel fallen. Skyfall. Skyfall! Das war jetzt Elfmeter ohne Torwart. Ja, aber ich schaue das nicht. Nee, ist ja auch nicht weiter schlimm. Aber Musik hörst du doch. Ich weiß, dass du Musik begeistert bist. Ja, Adele, ja klar. Ja. Natürlich. 3-1 für Ulrich. Frage Nummer 5. Es gibt Melodien, wir bleiben bei der Musik, die jeder kennt. Wie diese Melodie hier. Das Stück heißt Mobile Unit, gespielt von den Heavytones. Meine Frage dazu, das war bis 2010 die Titelmusik welcher RTL-Sendung? Hallo? Nicht vom Strafgericht. Also, Stern TV war es nicht. Focus TV auch nicht. Was gibt's noch so für Zeitschriften, die sich mit Politik oder so interessieren? Wenn es nicht Stern ist. Spiegel. Weiter Spiegel? Spiegel TV. Ja, Spiegel TV! Drei zu zwei Punkt für Stefan Effenberg. Wie du darauf jetzt gekommen bist, das weiß ich auch nicht. Der steht ja da. Nein, Quatsch. Ich sehe nichts. Nee, kannst du auch nicht. Nein. So war der schon auf dem Platz. So war er schon auf dem Platz. Ja, 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 so ist er. Ja, ja, ja. Frage Nummer 6. Wir haben jetzt einen wunderbaren Auftritt. Und zwar kommt jetzt hier der Moritz. Ist Weltmeister im Jonglieren. Wir schauen uns jetzt erstmal an, was er so drauf hat, wie er seine Keulen durch die Luft schwingt. Moritz, bitteschön. Danke, Moritz. Hand auf den Buzzer. Mit wie vielen gelben Keulen hat er jongliert? Ja. Ja, zwei. Zwei, richtig. Wieder eine Millisekunde. Ja, ist ja so. Vielen Dank, Moritz. Super Auftritt. Und er ist nun mal einen Tick schneller. Ja. Wir wissen ja, dass dein Ding funktioniert. Also dein Buzzer funktioniert. Mhm. 4-2 für Ulrich. Wir sind bei Frage Nummer 7. Ich zeige euch jetzt hinter mir, könnt ihr gucken, das ist ein Bildausschnitt. Da hinten ein Meisterwerk von Michelangelo. So, Achtung. Kunstlehrer in den USA verloren schon ihren Job, weil sie alles zeigten. Wie heißt denn die Marmorstatue aus Florenz? Ich gehe mal ein bisschen zur Seite. Quasi, wer ist das? Ja, Florenz ist doch auch ein Begriff. Michelangelo? Ja, du meinst, er hat sich selber geklöppelt.
Warum nicht? Nein, nein, nein. Das kann natürlich sein. Wir schauen uns das ganze Foto an. Das ist der Adonis. David. Ah, ja. David. Adonis würde auch ungefähr vom Körper haben. Ja, der ja, David ja, ist ja, es. Gut, nicht durch Langlo. Punkt für Ulrich. Aber es funktioniert. Ja. Aber es funktioniert. Ja, das ist richtig. Oh, jetzt brauche ich drei, oder? Ja, der Stefan muss. Ich weiß ja, es steht doch hier. Warum hast du es nicht abgelesen? 5-2 steht es jetzt. Und Stefan hat es eben schon gesagt. Er muss jetzt quasi jede Frage richtig beantworten oder hoffen, dass Ulrich eine Frage falsch beantwortet. Aber der lehnt sich schon ein bisschen zurück, wie das hier so aussieht. Denn sonst kommt Stefan halt nicht mehr ran. Denn wir haben hier nur noch drei Fragen. Und hier ist Frage Nummer 8. Wir haben einen kleinen Clip. Bei Olympia heißt es ja, dabei sein ist alles. Scheiße Kugel! Was? Scheiße Kugel! Scheiße Kugel. Okay. Das war die Frage? Nein, die kommt jetzt. Bei welcher Zehnkampfdisziplin wiegt die Kugel über 7 Kilo? Ach, Kugelstoßen. Ja. Kugelstoßen! Ja, aber. Ja, ja Stefan, das tut mir, da kann ich doch nichts. Stefan, herzlichen Dank!